Okay, ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass diesmal die Soundlautstärke und so tatsächlich für alle Zuschauer akzeptabel ist. Und wenn nicht, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern, tut mir leid. Jedenfalls ist da jetzt endlich der Little John. Der hat so eine ganz komische Waffe. Hä? Das sagt bloß, dass er kann 7 Striche abziehen, obwohl das ganz schlecht ist eigentlich. Nee, also hier werden nur 3 Schadenspunkte angezeigt. Aber warum steht dann bei Attack 7? Bei mir 12? Obwohl es eigentlich nur 8 abziehen kann? Keine Ahnung, wo das von abhängt. Ach so, hier kriegt man für jedes Level ab 2 Schadenspunkte dazu. Hey, you are at his camp. Was für eine tolle Beschreibung. Und jetzt geht es nämlich los, dass man dauernd Aufträge für dieses Lager hier erfüllen muss. Da kommen jetzt wieder solche Aufträge. Und einige davon sind ganz schön schwer. Eigentlich ist dieser hier schon ziemlich schwer. Aber bei diesen Wachen kann man wieder schön Items farmen. Hä? Was habe ich denn da jetzt aufgesammelt und vor allem, wo ist das gelandet? Und dann waren es wohl Pfeile oder so irgendwas. Mal sehen, ob hier was ist. Ah! Glück gehabt, die Rüstung scheint das meiste abwehren zu können. Ich hoffe nur, dass hier keine Bogenschützen kommen. Wieder irgendwas aufgesammelt. Mal sehen, was es diesmal war. Ah, jetzt waren es endlich mal Striche. Mal sehen, wie viele ich krieg. Ja, yeah, 30, das Maximum. Auch ständig Striche, komischerweise. Vor allem habe ich schon einmal gefailt, was mich ganz arg nervt. Das war so unnötig. Apropos, wie viele Striche hat eigentlich der Little John? Ich kann vielleicht auch welche gebrauchen. Ja, tatsächlich. Braucht ganz viele. Hä? Das hat 31 gegeben? Das wusste ich ja gar nicht, dass es das möglich ist. WTF? Ich hab gedacht, das Maximum, was man durchs Essen zurückkriegen kann, wäre 30. Aber anscheinend nicht. Anscheinend gehen auch 31 manchmal. Oder vielleicht nur dann, wenn man ein Little John ist. Ach so, jetzt kann ich wieder nichts abziehen. Nee! Ich habe als Little John gespielt, sozusagen. Natürlich ist es inakzeptabel, dass ihr nur 11 Striche dazu kriegt. Dass er nur 8 kriegt, ist das recht inakzeptabel, weil es ist das Minimum. Nein, es bringt jetzt aber jedes Mal wenig. WTF? Jetzt initialisiere dich endlich mal anders, du komische Zufallsvariable. Krieg keine hohen Werte zusammen. Okay. WTF? Man kann doch hin und her schalten? Unmöglich, oder? Ja doch, das ist unmöglich, weil sonst hätte ich ja die ganze Zeit nur 60 HP gehabt. Jetzt finde ich mich mal wieder nicht zurecht. Keine Ahnung, wo man hier sehen muss. Ich bin zu faul, die Karte aufzurufen. Oh nein, irgendwas stimmt aber immer noch nicht. Können wir nicht auf einmal wieder 3 abziehen? Weg nicht finden, du. Aber eigentlich ist es gar nicht mal so schlimm, wenn ich den Weg nicht finde, weil umso mehr Exp kann ich noch farmen. Weil es darf auf keinen Fall nochmal so ein Fail wie vorhin geben. Obwohl ich natürlich weiß, dass es noch Missionen gibt, wo ich mit Sicherheit failen werde. Was? Warum hat denn das auf einmal so viel abgezogen schon wieder?
Kann doch nicht sein. Schenk, wie ist das Rumgenerve? Ja, der nutzlose Duncan-Typ. Na gut, das hat jetzt nur 12 gebracht. Ja, man hat jetzt gesehen, ich habe 136 HP im Spiel. Obwohl nicht der Robin ausgewählt war. Also das ist schon mal irrelevant. Aber dass die Rüstung nicht richtig funktioniert, wenn da der falsche ausgewählt ist, das ist fies. Das ist nämlich ein Bug. Das sollte eigentlich nicht so sein. Diese Mission ist eigentlich auch ganz schön dämlich. Bla bla bla. Jetzt wird's nervig. Hier drin kommen nämlich Bogenschützen und so ein Mist. Und auch noch ohne jede Vorwarnung so eine Szene. Boah, das war ein Bogenschütze. Gut so, dass ich den gleich erledigt habe. Wie fast kann man hier auch gefreundlich feiert werden. Namens sein eigener Kumpel. Böllert und einen trifft. Ich hoffe mal, dass hier jetzt keine Gegner mehr kommen, aber wahrscheinlich doch. Sonst wäre es ja zu einfach. Na, natürlich kommen die noch, ist ja klar. Jetzt halten diese Bastarde irgendwie auch noch ganz viel aus. Was natürlich meistens dran liegt, dass ich überladen bin. Das ist echt komisch. Man richtet viel weniger Schaden an, wenn man überladen ist. Ah! Da kommen ganz viele nervige Bogenschützen. Also Elbow-Contractors. Okay, das ist auch noch so komisch, dass der Baron nicht etwa aufgibt, sondern ich muss mich jetzt auch noch mit dem duellieren. Aber dem werde ich zeigen, diesen Nervkopf. Mal sehen, was der macht. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Wow, nein, der springt dauernd und so. Der ist relativ schwierig. Aber ich habe natürlich eine Strategie, mit der ich ihn schaffen kann. Mal sehen, ob der jetzt so blöd ist und es nicht schafft, nochmal über mich zu springen. Weil solange er da oben ist, kann er mich nicht treffen. Bis jetzt ist er blöd. Mal sehen, ob er irgendwann anfängt, schlau zu sein. Sieht schon, die AI von dem Spiel ist nicht ganz ausgereift. Wenn er nämlich schlau wäre, würde er einfach über mich springen und mir zeigen, wo es lang geht. Aber das Bewegungsmuster von den Gegnern in den Duellen ist immer gleich. Also unterscheidet sich natürlich zwischen den verschiedenen Gegnern. Aber für einen gegebenen Gegner ist das Muster immer gleich. Und meine Strategie ist natürlich auch toll, einfach immer die Angriffstaste drücken. Ja, und tschüss. Sie hat mich kein einziges Mal getroffen, der Loser. Dummerweise ist der Robin jetzt aber auch noch so großzügig und lässt den Bastard am Leben. Und der stresst dann später nämlich nochmal rum. Was ja nicht anders zu erwarten war. Dabei hat er doch eh keine Chance. Ich meine, er hat jetzt schon verloren. Warum sollte er es dann also beim nächsten Mal schaffen, gegen mich zu gewinnen? So sinnlos. Obwohl ich zugeben muss, dass es beim nächsten Mal schwieriger ist. Wetten, dass ich jetzt wieder irgend so einen Mist eingesammelt habe. Das blöde Teil. Ja, das kann der Blindfuchs da kriegen. Der ist ja auch total überladen. Weg mit dem ganzen Mist. Und hier wären ein paar gut neue Striche auch ganz gut. Ja, toll, nur 12. Wird
selten, dass jetzt wieder meine Rüstung nicht richtig geht. Weil ich mich nicht ausgewählt habe. Das blöde Medaillon würde ich eigentlich auch gern wegwerfen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das noch braucht. Ständig kriege ich irgendwelche komischen Items, die ich gar nicht will. Wo es natürlich gut ist, wenn meine Kumpels mehr Striche haben. Na, jetzt finde ich natürlich wie immer den Weg nicht. Das ist ständig das Problem. Hier vielleicht? Nee. Und eigentlich ist es natürlich gut, wenn ich noch mehr Typi skill. Damit ich nochmal ein Level upgrade. Aber das Video geht jetzt schon so lang. Will ich so arg überziehen. Und ja, ich weiß, dass die auch 15 Minuten lang sein können. Aber wenn ich plane, ein Video 15 Minuten lang zu machen, dann wird es 20 Minuten lang. Und das ist gar nicht gut. Ich näher mich sogar dem Level ab. Das wäre gut, weil kommen noch ein paar Missionen, wo es besser ist, viele Striche zu haben. Okay, cut.